So, jetzt, wir versuchen es heute nochmal erneut, ein Let's Play hier aufzunehmen. Ich bin heute eure Karma als Support. Der Game Hermit spielt als Jinx, das ist mein ADC. Der rockt es hier voll ab, ich weiß es. Also der macht es einfach. Guck dir mal den Skin an, wer so viel Kohle für so einen Skin ausgibt, der kann Jinx einfach spielen. Den habe ich zu Geburtstag bekommen, aber egal. Ja, wer so reiche Freunde hat, der muss auch spielen können, weißt du? Weil mir scheint keiner einfach sowas zum Geburtstag, weißt du? Aber egal, der Stasik spielt auch wieder mit als Katharina. Wenn man halt keine Freunde hat. Oh. Ja, genau, wenn man keine Freunde hat, dann ist das halt so. Aber wenn ich keine Freunde hätte, dann würde ich den ganzen Tag zocken und dann wäre ich viel besser, weißt du? Also irgendwie stimmt es halt nicht, deine Logik. Ja, irgendwann muss man ja auch arbeiten. Ne? Ja, arbeiten, genau. Das ist der springende Punkt, arbeiten. Egal. Der Latterson spielt auch wieder mit als Maokai auf der Toplane und der Game Suchti, der hat heute den ganzen Tag gesucht, damit er hier richtig abgeht. Er spielt Warwick im Jungle. Ja, ist so. Und mit, im Gegnerteam Kalister als ADC mit Morgana zusammen als Support. Katharina ebenfalls in der Mitte, eine Vi im Jungle und ein Team auf der Toplane. Wieso hat jeder Angst vor Teemo? Den Super Teemo-Skin habe ich auch. Ja, Mystery auch. Gift. Mystery Gift. Ja, ist so auch Mystery Gift. Der kommt da wahrscheinlich zu 90% kommt der wahrscheinlich raus da. Wahrscheinlich. Egal, ich bin Maokai, ich mach das. Ich bin der Baum. Der Baum, ja. Der Fußbälle wirft, ja. Der wirft Fußbälle. Stimmt, das ist drauf. Jetzt. Ich würde mal sagen, sofort Warwick vor No-Skin. Ja, stimmt, hast du. Eigentlich solltet ihr mich jetzt alle reporten, habt ihr recht, ja. Report, Junge. Perino. Maokai, help me. Danke. Vielleicht später. Jo, ich würde mal sagen, wenn Midlane verkackt, Report. Cutter gegen Cutter, spannendes Matchup ever. Ich tue jetzt gleich feeden, damit der Gegner einen Vorteil hat. Ja, natürlich, wir müssen den Gegner überhaupt die Chance geben zu gewinnen. So wie immer halt. So 10-0 für die. Dann geht's los. Danach fange ich erst an, richtig zu spielen. Also ich spiele ja die ganze Zeit sowieso nur mit einer Hand. Ach so! Das hast du jetzt gesagt. Wo ist die andere Hand? Heide, Neide. Kann da nicht sein, ey. Die ist Suchengang. Aha. Man könnte seine andere Hand auch als Freundin bezeichnen. Ich würde nur böse Stimmen machen. Und wenn er sich 5 Minuten draufsetzt, dann ist es die, Die Fremde. Die fremde Freundin. Die fremde Nutte von nebenan. Ja. Ich sah zwei Wege. One Night Stand. Hallo, vorhin habt ihr ja, euch... Mal, sogar der Warwick lacht, okay? Sogar der Warwick lacht. Vorhin habt ihr euch beschwert über zu wenig Unterhaltung hier. Ja, und jetzt... Ja, ja. Jetzt geht's um... Jetzt geht's um Koks und Nutten, weißt du? Jetzt geht das los. Koks und Nutten und jetzt geht's. Jetzt habe ich meine Scham verloren, jetzt geht das los hier. Jakob hat einen Schluck Alkohol getrunken. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Bist du Ratsch, oder? Ja, eindeutig. Der heißt Rajesh. Rajesh, nicht. Ja, aber alle nennen ihn Ratsch, also. Du hast keine Ahnung, Mann, du hast keine Ahnung. Du heißt Rajesh. Sebastian. Rajesh Kurtrapali. Jakob, du hast jetzt mein vergessen. Ah, du hast recht. Jetzt ist alles wieder vorbei. Ja. Alles ist vorbei. So. Night vergessen. Gleich, Instant Surrender 20. Ich muss jetzt anfangen zu das bitten, ne? So. Ich hab gehört, dass ich heute die ganzen Kills krieg, die ganzen Last Hits, oder? Kann das sein? Typical Karma. Denke, ich gehe jetzt gleich zum Maokai auf die Toplane und greif mir da ein bisschen Farm ab. Ich würde mal sagen, wir haben ein bisschen Rest ist der down gelegt, aber das ist mir so ein Gefühl ganz leicht. Aber die haben gar nicht, ja, doch, Y haben sie. Ja, ja, Late Camp wird für mich schön. Aha. Sag da jetzt, mal gucken, wie es später aussieht. Oh Mann, ich will das gar nicht, was ich hier gerade mache. Ich will das auch nicht, was du gerade machst. Ich weiß, die gar nicht, was wir denn posten. Nein. Das ist auch zu viel, ne? Der ist so nervig. Ich will nur Gold haben, weißt? Ja, Basti, warte auf das Leben. Ich hab da so ein Item. Da muss man immer Gegner, muss man denen immer was reindrücken, weißt? So zum Beispiel, aber das hat halt nicht getroffen. Ganz schön schlecht von dir. Ja. Dann möchte ich mal so anmerken. Der Dodge.
Dodge Skills Ariel. Timo hat da doch nicht einen einzigen Skillshot, das ist. Oh. Ja. Mmh. Jeder andere Champion kriegt hier ein Balance Patch, aber Timo. Timo braucht keinen. Der hatte doch schon einen. Was? Ja. Denn seine Pilze, die gehen doch kaputt. Die waren früher, da waren die. Da waren die 10 Jahre. Ja, okay. Sind die gewachsen und die haben sich dann vermehrt, oder? Ja. Die halten jetzt immer noch richtig lange. Ich würde es viel krasser finden, wenn der einfach mal irgendwie seine Kuh als Skillshot hätte oder so. Ja, ist so. Dumm ist, die haben den ja. Früher hat man den ja eigentlich auf AD gespielt. Da wurde ja dann erst umgepatcht, dass man den auf AD spielt. Mhm. Genau wie Master Yi. Oh Gott, der alte Master, das waren noch Zeiten. Ja. Oh, Kuh Pentakill. Pentakill, ja, Pentakill, Pentakill. Hallo, das ist ein High-Skill-Champ. Ja, da war ich auf jeden Fall noch dabei, ne? Also. Warst du nicht dabei, als mein AP Master G noch im Aram gespielt hat? Keine Ahnung, nein, man sich voll gefreut. Ich hab ungefähr vor einem Jahr angefangen, LoL zu spielen. Ja, da war das so. Da hat man den, glaube ich, noch auf AP gespielt. Ja, das habe ich aber nicht mitbekommen. Hey, du gibst den ja richtig. Ja. Ich spiel nicht mal seit einem Jahr, LoL. Oder? Oh, mit was für Leuten spiel ich denn? Kommt vielleicht. Ja, ich hab gesagt, 190 Wins, glaube ich. Kallister macht mich voll nervös, ey. Macht sie das? Finde ich auch. Das sollte man nicht machen. Anstatt er mir eine reindrückt, weißt du. Hast du wirst gegankt. Ja, ist lustig, ich hätte den Timo fast noch gehabt, wenn er. Ja, ich hab's gesehen. Gott, die Leute. Vor allem kriegt er noch ein Gang. Ja, das ist es ja. Dann nehme ich den auseinander, wird er gegankt, ey. Das ist schlimm. Ich stehe asozial von den Gegnern, Alter. Der ganken die den noch. Na, ist so, die ganken einfach deren Teammates. Das geht überhaupt nicht klar. Das Problem ist, dass sie einfach einen Timo ganken. Ja, gut, das stimmt. Nee, was soll denn das? Macht man irgendwie wirklich nicht so. Ah, leck mich. Ja, eigentlich gewinnt Timo. Ja, gut. Oh, ich bin Level 4. 5. Lappen. Lalalala. Eindeutig. Lalalala. Ich krieg euer Gold. Das wäre geil, wenn ich das Gold den klauen würde, weißt du? Das wäre OP. Das wäre voll cool. Ich würde einfach nur noch jeder damit rumrennen. Aber das würde auch wiederum den Effekt ein. Das würde einen ganz neuen Spielmodus würde das bringen, weißt du? Klaue dem Gegner. Weißt du, wieso soll ich dem anderen hier Champions picken? Ich klaue ihm lieber sein Geld, weißt du? Ich nehme dir alles weg. Wie war das? Der Schlüssel zu deinem Haus, dein Auto und deine Bitch, die du liebst, oder wie war das? Schlimm, dass ich das weiß. Das hängt ja an Haftbefehl, ne? Ja. Oh Gott, ist das ein Affe? Oder ich bin gestern zwei Stunden im. Ich bin hier raus. Ja, ich bin gestern zwei Stunden im Auto gesessen mit Leuten, die das gehört hören. Was? Wer hört denn Haftbefehl? Was hast du für Freunde? Komm mal hinter dir. Ich meine, was für Leute sind das? Es scheint, du hast ganz schön komische Menschen in deinem Umfeld. Die hören das aber nicht, weil sie es cool finden, sondern weil sie es lustig finden. Ja, okay, dann verstehe ich. Ja, okay, gut, dann kann man das ein bisschen nachvollziehen, aber. Er ist auch echt lustig. Weißt du, rennt im Video, das hat er mir dann auch gezeigt. Er rennt im Video mit Jogginghose, rennt da rum, aber er nimmt mir alles weg, mein Haus, mein Auto und er hat so viel Geld, weißt du, aber Jogginghosen-Style. Ja, das ist doch easy. Macht man doch so als Gangster-Rapper. Als Gangster-Rapper, als Aslak. Jetzt geht's los, Timo fängt an zu schuben. Wie easy. Oh nein. Game over. Richtig räudig. Komm einfach gleich ganken. Hm. Über den River brauchst du mehr laufen. Halt nicht mehr, weil ist schon. Ja, aber er hat super. Jetzt einen Shroom gesetzt. Also ich hab noch Chancen. Der hat er schon gesetzt, der hat doch schon da gesetzt. Okay, ich hab auch schon Ulti. Oh, Morgana müsste jetzt weggehen, sonst. Das ist bald ums Eck mit den Algen. So. Oh, ich muss auch mal anfangen, Jinx zu lernen. Jinx da ist richtig Potenzial. Okay, ich mach kurz noch die Krabbe, dann komme ich nochmal wieder. Jinx
Eigentlich brauchst du nicht wieder von meinem Geschick. Das Einzige, was du machen musst, ist versuchen, immer wieder deine deinen Raketenwerfer auf den gegnerischen AD Carry zu machen. Ja, das ist mir klar. Was, der Warwick hat auch Raketenwerfer? Die haben halt überhaupt keine Dane Pressure. Schau es dir an, ich war noch keinmal weg, bin full life, hab meinen Healthbot noch. Ist halt eigentlich irgendwo traurig. Ist diese Krabbe gerade in den Timo-Pilz gerannt? Ja, ist sie. Richtig schlecht, ey. Und jetzt haben die einen Ward. Ich mach die fast. Und die Krabbe läuft einfach in diesen Schroom rein. Das war so gewollt. Auch wenn mein Gegner Ward verstanden. Oh, zweimal 5 Gold. Das ist ja gut. Alles gefällt mir. Da geht er gleich, als er wäre Schum. Seine ganze Deckung ist jetzt kaputt. Ist so. Muss ja auch mal sein. Oh, Gold. Ja. Jinxy, wie viel Gold hast denn du schon? Ich? 2100. Okay. Oh, aber ja, guck mal, ich komm nicht ran. Guck mal, jetzt habe ich extra hier den langsamer gemacht, damit er da in das Ding reingeht. Und dann sowas, ja, kriegt euch doch. Oh! B! Okay, bester Gang. Übel, der hat voll Schaden gemacht. Ja, gutes Flash. Ich muss schon weggehen. Komm gleich mal auf die Botlane. Super Idee. Nicht wahr? Finde ich auch. Okay. Da bin ich. Wenn ihr noch ein bisschen Schaden drauf machen, dann kann ich nämlich eine Ulti schicken. Ich hab kein Mana, tut mir sorry. Keine Ahnung. Nee. Jetzt, du kannst. Nee. Das ist okay. Zu wenig Schaden. Zu wenig mehr, zu wenig. Gang. Die haben Drake. Ich bin ein Profi. Zu wenig. Aber du hast schon nichts gekauft und schießt ja schon so schnell rum. Ist ja abartig. Das ist halt Jinx. Übel. Hat es jemand mal ausprobiert, so auf Full Attack Attack Speed? Du brauchst. Ja, nee, aber das wär mal lustig. Das geht schon. Naja, das cappt halt einfach irgendwann, ich meine. Echt? Ja. Oh, Mitte stirbt? Scheiße. Es geht schon wieder los mit der Mitte, oder? Eine Ulti? Klick doch in die Mitte eine Ulti. Ich warte doch extra, ob es so ist. Ja, mach. Kommt hier. Oh, oh, oh. Nein! Ah, schade. Hey, vielleicht triffst du Timo. Timo, oder? Läuft. So, jetzt gewinnst du die Top-Lane. Ja, ist so. Immer dran denken, egal was passiert, solange Timo stirbt, ist alles gut. Ich hab gleich wieder Ulti. Ja, ich würde echt mal B gehen, weil diese Mana-Knappheit kurz zum Voll an. Farm aber gerne. Das ist schön. Ich meine, ja, ich habe 2800 Gold und farm wie so schlecht. Ich bin echt verwundert, dass du noch nicht ausrastet, aber so viele Minions habe ich noch gar nicht genommen. Ein. Und versaut habe ich auch nicht viel, oder? Ich hab halt richtig versaut. Aber geht doch mit 92 Farm noch. Na, okay, 12 Minuten. Oh, Basti, ich komme. Ja, eben, das ja ist jetzt, okay. Wo er Lowlife ist, willst du nicht verscheißern. Ja. Ich meine, wenigstens die Kanister hat gerade 64, also. Okay, Shroom. Ja, ist was anderes erwartet. Noch ein Shroom? Nein, aber. Wenigstens ist jetzt Shroomfire. Ein Blendfire. Wenigstens sind diese zwei Shrooms jetzt gecleared. Ne? Finde ich super. Man könnte sich auch mal ein Pinkboard kaufen. Ja, nach 2 Sekunden wieder weg, das war eh wieder Shrooms Schild. Egal. Hauptsache Pinkboard. Der ist schon wieder Shroom. Da ist er. GG. Nein, den Tower mache ich jetzt. Ja, da machen die Minions den Turret. Sag mal, haben die Angst vor einer Karma oder was ist das? Nee, die haben Angst vor mir, weil ich irgendwie BF Pickaxe gegen. Noch der Flash war so used. Ja, Pickaxe, aber du stehst noch am Tower, ich renne hinterher und die hauen halt ab. Was? Der Tower ist. Oh mein Gott. Der Tower hat einfach 21 HP. Weil die Y kamen und die Minions auf die Y umgefokust haben. Was ein Scheiß. Nö, ja. Ich stand gar nicht drin, aber erzähl's keinen.
Doppelt. Hört man ja über die ganze Lane. Dings meine ich, da. Doppelt. Wie. Oh. Doofen Minions, jetzt ist. Oh, da kommt eine Wie kommt über den River, glaube ich. Ich habe da gerade irgendwas gesehen auf dem Map. Ja, mein Teleport ist ab, wenn der irgendwas ist. Weiß oben hier drin. Meins. Reicht das? Nee, ich brauche noch 100 Gold. Lass mal Midlane Tower weghauen. Okay. Ah, ich hab Lex gerade. Oh Gott, des Todes, aber. Oh, guck mal, das. Nee. Die will sterben. So. Ich bin mal weg. Ist der nächste Shroom? Na komm, das ist un. Was? Mensch, Leute, jetzt fight es sonst ohne mich. Dings geht. Oh mein Gott, so. Der Pilz hat ihn so krass geschält. Tag. Ach komm, Mann. Oh, ich leck wie so, das ist so geil. Ah, okay, sie will auch mit. Hallo, Leute, danke. Siehst du, da habe ich noch zwei Shrooms geklärt. Teamwork. Hey, Drake ist ab. Botlane is missing. Komm zum Drake. Nie wieder werde ich tatenlos zusehen. Meins! Wow. Die sind Top Lane. Hier Leute, Top Lane. Easy. Ja, die wollen den Dragon nicht. Die wollen uns zeigen, dass wir den Dragon machen können. Ja. Die wollen uns disrespekten, indem die zeigen, ja, wir brauchen ein Tor. Dragon meine ich nicht Tor. Ist klar, ne? Ja, irgendwie komme ich hier aber auch zu nichts. In meiner Kohle. Oh, Lex sind awesome. Halte durch! Timo kommt vielleicht auch noch mit rein. Alter, komm. Solange mich nicht blendet, ist alles in Ordnung. Ja, der macht noch nicht wirklich Damage. Hört ihr mich wieder? Jo. Ja. Ja. Ja, lass mal Botlane abrippen. Kommt jemand mit? Rippen. Ripperino. Ist bestimmt ein Wort drin. Er guckt Hand of Blood, der Junge. Nein! T-Boy kommt! Fuck. Hand of Blood. Dich. Meine Güte. Was macht der da? Eigentlich spiel ich nur Starcraft, aber egal. Mhm. Und Path of Exile, wo es alles dieses Wort gibt, aber. Welches Wort? Reaperino. Kommt von Rip. Rest in Peace. Hand of Blood sagt sowas? Weiß ich nicht, ob der das sagt. Hab ich ihn noch nie sagen hören. Aber Starcraft habe ich auch mal gespielt. Ich allerdings nicht online. Bloß bin ich halt nicht gut genug dafür. Ja, ich auch nicht. Es ist viel einfacher. Ja, ich. Nicht heute wie einen Koreaner mit 500er APM. Das ist nicht so schön. Ich hab da meistens die Story gespielt, weil die Missionen da ziemlich cool sind. Achso, ich bin alleine, denke ich gerade. Na dann. Stirb! Perfekt! Ich hab einen Kill gekriegt.
Sieht gut aus, Leute, sieht gut aus. Aber halt mit der Party. Oh nein. Tu's nichts. Und da kommt das Ace. Überall. Dankeschön. Oh. Los, Backcoin, ey. Zack. Schade. Ja, scheiß auf Schuhe. Denke ich mir auch immer so. Ich gehe auch mal barfuß aus dem Haus. Ja, oder? Hm. Oh Gott. Du solltest dir mal das rote Trinket holen. Ja, komm, stell ein Ward, stell schnell ein Ward noch. Das war gut. Weiß ich doch. Achtung, hinter dir, ne? Hinter dir ist Mord. Wer? Morgana. Wer will mich morden? Morgana will dich morden. Bist auf Flames? Support auf den Windlaner. Gesehen, wie sie Respekt haben. Ach, scheiße. Ist egal, wir gehen jetzt einfach mit Lane. Was wollen sie machen? Gib ihm. Oh. Gib ihm. Ah, leck mich doch. Nein, mein Turret ist jetzt top down. Ja, Kopf, geh schnell top down. Tschu! Komm mal zu dir. In Busch. Dankeschön, Jacob. Bitteschön. Darf ich mein Blue nochmal neu starten, ja? Machst du. Oh. Schätzlos. Er hatte zwar nur noch 16 Leben, aber. Ein HP hatte er am Ende nur noch. Fick dich. Nein. Ja. Da habe ich nicht mal Mana von ihm bekommen. Was sie? Das ist mal ultig dich. Bei Dota könnte ich dich bestimmt ulten. Ich nehme mich aber auch was. Los dir an. Ich hab dich gerettet, das ist ja klar, oder? Tü-tü-tü. Timo kommt! Oh, it's coming! Der Wolf ist in der Haus. Oh, Timo geht da. Easy kill, easy kill. Okay, ja. Easy. Ja, Kalista. Das Kalista. Ich kann nix. Ihr habt ein Statics-Schiff, das war's. Ja. Beide Summoners geforst. Da ist eine Wahl. Die kann was. Die kann was. Ja, die kann mich töten, leider. Ich hab die auch schon zweimal gekillt. Von zwei Death, ja. Drake ist up, ne? Ja. Fordert euer Wissen heraus. Oh, da ist ein Wort für dich. Ja. Ulti kommt, Ulti trifft nicht. Müssen wir aber nochmal üben. Nee, nee, die sind alle so geplant. Ich hab einen so, na dann. Getroffen. Irgendwo ganz sicher in der Basis.
Oh, hi. Hi erstmal. Wie geht es Ihnen? Ist gut? Mir geht's gut. Also ich meinte eigentlich die Gegner, aber das ist mir egal. Ja, egal. Ja, darf ich hier trotzdem nicht antworten? Ui! Der voll gemein. Oh, super, das könnte ich gebrauchen. Hätte ich auch nichts dagegen. Ja, wollten wir denn nicht irgendwie eine Chance lassen? Hinter uns war hier aus. Ja, der hat sich weggeportet. Der will defen. Oder hat er sich? Ja. So hat er. Stimmt, hat er. Ist hinter uns. Ach, die hasst mich schon wieder. Ich bin da raus. Man sieht sich. AFK. Ach, komm schon, die hasst dich wirklich. Hast du bitte den Schweiß, den ich vor meine Ulti? Die hat ausnahmsweise mal getroffen. Nom. Was ist hier los? Bay Moon. Scheiße. Der Morgana schießt in den Hosen. Das ist mir letztens auch mit Wukong gegen Poppy passiert. Also ich hab Poppy gespielt und hab diesen Wukong Fake geultet. Nice. Richtig schlecht einfach. Autsch. Ab Klingzeit, was ist das? Oh, Basti, achte doch mal auf den Lane. Sorry. Oh, ich bin nochmal split pushen. Easy. Ihr macht das schon. Sagt mir einfach, wenn Anti die Beile weg ist. Alles andere kann ich euch töten. Ah, leck mich da am Arsch. Ist kein Assist für den Marco heute. Ach so. Easy. Ach, das sagt man doch nicht, Leute. Das war ein fairer Wettkampf. War der auf jeden Fall. Unsere Stärken haben sich mehr gezeigt und ihre Schwächen konnten sie einfach nicht ausmerzen und deshalb haben wir halt jetzt gewonnen, weißt du? Naja, wenn man das so betrachtet, ist ja. Das, Mensch. Ja, das ist halt nur mal menschlich, das ist aber ein Spiel, weißt du? Ah, du hast recht, du hast recht. Ja. So habe ich das noch nie betrachtet. Deshalb. Mensch. Lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr verliert, das kommen auch wieder bessere Zeiten, ne? Manchmal. Die Lebensweisheiten. Ja. Da sagt mal einer, jemand kann aus einem Let's Play nichts lernen, weißt du? Das hört doch mal einem alten Mann wie mir zu, weißt du? Ja, aber wenn ihr hier weiter zuseht, dann werdet ihr nichts lernen. Ja, nee, besser werdet ihr auf jeden Fall nicht. Ab und zu kommt mal so ein, geistreicher Spruch, aber besser spielen werdet ihr dadurch nicht. Nee, das stimmt. Ja, egal. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.